wie werden wir Weihnachten erleben? Mit Corona, ohne Corona, mit vielen Freiheiten, Eingrenzungen, ohne Einschränkungen? Wie schätzt du das ein, Also ich bin Wanda? natürlich keine Wissenschaftlerin und ich tue jetzt auch nicht so, Und du hast doch keine aber Glaskugel. nein, die habe ich doch, nein, habe ich nicht. Aber ich bin mit allen meiner Mitbürger und Mitbürgerinnen seit März in diesem Experiment und wir haben Erfahrungen gemacht und wir wissen, so schnell geht es nicht. Ich würde es toll finden, wenn wir A, nicht ständig denken, wir müssen uns benehmen und dann kriegen wir unser Weihnachten, so wie wir es wollen. Das hat mit Benehmen überhaupt nichts zu tun. Und niemand hat sich dieses Virus ausgedacht. Wir haben da alle keine Lust zu. Aber ich habe angefangen, mir zu überlegen, weil ich für mich weiß, ich werde meine Familie nicht sehen. Ich wüsste nicht, was in den nächsten 8 Wochen passieren soll, dass diese Beschränkungen, die wir jetzt haben, aufgehoben werden können. Nach dem, was wir alle erfahren haben in den letzten Monaten, vielleicht werden sie sogar verschärft. Mir ist es wichtig, dass die Menschen um mich herum überleben, sowohl körperlich als auch wirtschaftlich. Und wenn wir das jetzt ewig rauszögern, wird das alles nicht besser. Ich überlege mir ganz persönlich, was mache ich zu Weihnachten? Wie verbinde ich mich mit meiner Familie? Wir haben zum Beispiel überlegt, wir schicken jedem Familiengrüppchen ein Menü und jeder kocht dieses Schön. Menü und wir kommen über Zoom oder Skype oder was auch immer mit genau diesem Essen zusammen. Dann ist es halt vorm Bildschirm, aber es ist mir lieber, als wenn meine Mitte 70-jährige Mutter alleine sitzt. Ich mache mir keine Illusionen, dass ich sie besuchen werde und war auch nicht bei der Beerdigung meiner Großmutter, weil ich niemanden gefährden möchte, mich nicht, und ich möchte dieses Virus nicht weitertragen. Und das ist nicht, weil irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat, sondern weil dieses Corona-Ding einfach eine kleine fiese Möppe ist. Und von heute auf morgen nicht einfach so verschwinden wird. So sehe ich das auch. Und ich mitten in der Politik sitzend werde mich mit bemühen und dafür sorgen, dass wir nicht kurzfristige Entscheidungen treffen, damit wir dann irgendwann so ein bisschen Sonnenstrahl verkünden können und dann kommen wieder die Wolken, sondern dass wir langfristig hinarbeiten. Und auch ich gehe davon aus, dass wir Weihnachten so verbringen werden, wie du es beschrieben hast. So sehe ich das auch. Ich habe Glück, meine Familie ist nicht ganz so weit weg. Also wir können da in der Familie durchaus zusammen sein. Das darf man ja, glaube ich, wohl auch. Und wir werden das dann eben in der Familie genießen und jedenfalls auch jeden Kontakt vermeiden. Wir sind sonst immer in die Gaststätte gegangen. Das geht dann diesmal nicht. Das werden wir dann zu Hause machen. Aber keine falsche Versprechung. So habe ich dich verstanden und so sehe ich das auch. Und Ich ich danke finde, wer dir. seine Lieben liebt, macht das mit.